Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Grand Ages Medieval. Ja, hier in Dnepropetrovsk, einer Stadt unseres Konkurrenten Barnas. Und wie bereits angekündigt, habe ich zur letzten Folge jetzt noch dafür gesorgt, dass unsere Beliebtheit hier in der Stadt auf 100% steht. Und jetzt können wir quasi den Versuch starten, diese Stadt einzukassieren und Barnas abzukaufen. Ich hoffe, dass unsere Verhandlungen erfolgreich sein werden. Das hoffe ich auch. Sehr schön. Ich mag eure Angebote. So, wir wollen die Stadt Dnepropetrovsk, haben die Beliebtheits- und Sympathieanforderungen erfüllt. Das ist die Frage, was bieten wir? Ich würde mal sagen, wir bieten mal... Städte sind teuer. Ich muss sagen, wir bieten mal 2 Millionen. Oder 2 Millionen... Glaubt ja, wobei, das ist schon viel, ne? Na gut, wir können es uns leisten. Sehr gut. Also, der Laden gehört uns. Perfekt. Mission erfüllt. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Lieber Leon, wir sind soweit. Der Senat ist auf deiner Seite. Der Patriarch hat sich zu deinen Gunsten geäußert. Und Barnas wähnt sich in Sicherheit. Jetzt brauchen wir einen Sieg, ein Zeichen deines Triumphes. Lass die Waffen sprechen, Geliebter. Ja, jetzt müssen wir angreifen. Okay, na schön. Zum Glück haben wir dem Kollege ja in den Hintern getreten. Route aktiviert. So, dann brauchen wir noch die andere Handelsroute. Genau, pass auf, da fliegt jetzt Odessa wieder raus. Aus dieser Stadt... nicht aus dieser Stadt, sondern aus der... Na, es fliegt nicht raus. Müsste das beim nächsten Zyklus wahrscheinlich. Ja, der macht jetzt die Route noch fertig. So, und beim nächsten Mal fährt er nur noch zwischen Konstanta und Dnepropetrovsk hin und her. Heißt aber... schau mal das an. Hier hat sich die Anzeige verändert. Aufgrund der Vielzahl der Truppen wahrscheinlich. Genau. Ist jetzt hier die Darstellung anders. Also wir haben einen Heerführer. Wir haben 9 Säbelkämpfer, wir haben 4 Axtkämpfer, 5 Bogenschützen und 7 Spießgesellen. Das ist recht ordentlich, oder? Das sind 26 Truppen, die wir am Start haben. Auf geht's! Und los geht's! Wir ziehen in den Krieg, Freunde. Muah. Weil wir es können. Einfach so. So, aber bevor wir in den Krieg ziehen, würde ich sagen, wir senken erst einmal unser Militärbündnis, nicht unser Militärbündnis, sondern das Handelsbündnis. Ich hoffe, dass unsere Verhandlungen erfolgreich herabsetzen. Sein werden. So. Kein Handel mehr. Nö. Zumindest bleibt unser Transitabkommen. Ja, das bleibt, das stimmt. Die Frage ist, wie lang genau? Ich könnte jetzt noch einen kleinen politischen Schachzug. Ihr habt ein gutes Angebot für mich. Benutzen, pass auf, ich will 1 Million von dir. Und dafür bleiben wir Freunde. Na? Ich befürchte, ihr macht euch einen Spaß mit diesem Angebot. Ach echt, sowas. Tatsächlich. Ja, jetzt haben wir das Bündnis nämlich noch eine Stufe weiter nach unten gesetzt. Und beim nächsten Mal können wir mit den Krieg erklären. In 11 Wochen, sehr gut. Haben wir quasi jetzt sauber gelingt. Ich nutze die Gelegenheit aufsetzen. Und erkunde hier oben noch ein bisschen. Will er wissen, was er noch für Städte hat, ne? So gut wie angekommen. Kursk. Ist hier oben noch 66.000. Okay, halt. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Ich grüße euch. Der hat die gleiche Stimme. Hoffentlich erschweren wir uns nicht gegenseitig die Ausdehnung unserer Reiche. Der hat die gleiche Stimme wie der Barnas. Sehr lustig. Kein Ding. Okay, also ein weiterer Konkurrent. Aber gut, offenbar nicht storyrelevant. Liegt in der Nähe. Hoi. Eine Karawane kann eine Stadt nicht erreichen. Wieso, weshalb, warum? Warum denn nicht, mein Freund? Ach so, nee, ja klar, wir haben ja kein Transitabkommen mehr. That's the point. Wir haben kein Transitabkommen mehr. Aufsitzen. Deswegen funktioniert's nicht. So, hier ist Gomel. Okay, das ist eine neutrale Stadt. Also dann hat er wohl bloß noch diese 3, oder? Das können wir ja nachschauen. Kontrahenten, Barnas. 3 Städte, genau. Okay, das sind Kursk, Kiew und Odessa. Ah, hier ist Minsk.
So gut wie angekommen. Interessant. Was sind hier noch für Städte? So gut wie angekommen. Warschau. Mhm. Fast da. Sorry, das will ich jetzt wissen. Das interessiert mich jetzt gerade, was hier noch so für Städte am Start sind. Fast da. Wenn wir Glück haben. Genau, Magdeburg. Ich wollte gerade sagen, wenn wir Glück haben, sehen wir noch eine deutsche Stadt. Nürnberg. Im schönen Frankenland. So gut wie angekommen. Wer hätte das gedacht? Kein Ding. Ist ja lustig. Das ist ja lustig. Aufsitzen. Aber hier ist wohl keine Stadt mehr, weil hier nirgendwo mehr eine Straßenverbindung ist. Genau. Liegt in der Nähe. Das ist ja lustig. Fast da. Aber unter dem Aspekt der Problematik mit der Logistik stelle ich mir das jetzt echt schwierig vor, wenn unser Reich extrem groß ist, ne, das Ganze zu verwalten, wenn man so wenig Hilfsmittel hat. Also hier alle Städte, ne, das ist ja, wenn man klein ist, ist das noch in Ordnung. Aber sobald man dann mehrere Warnzirkel braucht, hilft einem diese Statistik eigentlich gar nicht mehr weiter. Da muss man alles händisch aufschreiben. Ansonsten kommst du da echt in den Wald. Kein Ding. So. Tja, aber dennoch müssen wir natürlich schauen, dass Konstanta jetzt noch gut versorgt ist, wenn ja auch die Truppen stehen. Und ich meine, die werden einiges ziehen. Genau, sieht man mal, wie tapfer die Jungs hier quasi das Zeug verbrauchen. Also, das ist schon heftig. Die snacken hier quasi mal ordentlich die Getreidevorräte weg. Brauchen fast so viel wie die Einwohner hier in 10 Wochen. Aber gut, wir müssen ja auch kämpfen, wir müssen ja auch gut bei Kräften sein. So, wo ist jetzt mein Halt? Nee, stopp. Wo ist denn der blöde Speer jetzt hin? Da ist er. So gut wie angekommen. Ich brauch dich doch, sonst kann ich keinen Krieg erklären. So. Ihr habt etwas mit mir zu besprechen? Allerdings, Bad News, Meister. Krieg! Wie könnt ihr nur? Was habe ich euch getan? Du bist schlecht rasiert. Das ist der Grund, das gefällt mir gar nicht. Jetzt pass auf. Kein Problem, Alter. Jetzt geht was. Haha. Aufsitzen! So. Attacke! Tada, genau. Jetzt ist was los hier. Oh, alter Falter, was geht denn hier auf einmal? Die Stadt ist ja heftig. 100.000. Die Stadt ist heftig. Das könnte, ja. Was ist denn hier los? Trotz der genischen Übermacht. Achso, okay, haben wir quasi Kampfvorteil. Ja, wir brauchen vielleicht doch noch ein paar zusätzliche Soldaten. Ansonsten geht es sich wahrscheinlich gar nicht aus. 3 Millionen haben wir noch auf dem Konto. Ich darf die Kohle nicht aus den Augen lassen. Nicht aus dem Auge verlieren. Ach gut, wir hätten hier noch jede Menge Zeug. Also von dem her. Ja, Freunde, dann wird weiter produziert. Schwertkämpfer, Säbelkämpfer, Axtkämpfer. Bogenschützen brauchen wir noch ein paar. Ein paar Spießgesellen nehmen wir auch noch mit. So, dann haben wir in Thessaloniki ja auch noch eine Kaserne. Ein paar Blindenmeister schaden vielleicht auch nicht, wenn wir welche haben. Und Pferdebogen, jawohl. So, also hier haben wir nochmal 10 Einheiten ausgehoben. Die wollen wir bei Gelegenheit auch hier hochbringen. Was ein Gekloppe. 2% Belagerung, okay. Oh, da kriegen wir ganz schön auf die Mütze, glaube ich. Das sieht nicht gut aus. Ne, da kriegen wir ganz schön auf die Mütze. Ihr flieht mal bitte. Kein Problem. Freunde, ihr müsst da oben aushelfen, ansonsten wird das schwierig. Ihr müsst die Jungs da platt machen. Jawohl, jetzt geht was vorwärts, okay. Jetzt geht was. Ja, das waren einfach 2 Kriegsschauplätze. Sowas ist gar nicht gut, wenn man dann die Kräfte quasi aufsplitten muss. So, okay, jetzt ist hier Ruhe. Und kein Problem. Macht man hier bitte weiter. Wie sieht's aus? Unser Generalfeldmarschall ist noch dabei. 5% haben wir schon, okay. Es wird wahrscheinlich, ja, das wird schwieriger werden als die Eroberung der Stadt Flora.
So, du gehst wieder hier hoch. Sicher. Du mischst eine Runde mit und du bitte auch. Wir marschieren. So, werdet ihr wieder aufgefrischt eigentlich, so, by the way? Ja, okay, wir haben in Constanta eine Kaserne. Übungsplatz, Reitschule, also läuft. Passt. In der Stadt geht es soweit auch gut. Das ist in Ordnung. Jetzt verbrauchen sie weniger, weil wir schon ein paar Einheiten dezimiert haben. Oder dezimiert bekommen haben, je nachdem, ne? Ja, wir müssen nochmal frische Kräfte schicken. Also das war, glaube ich, keine schlechte Idee, hier noch ein bisschen aufzurüsten. So, da haben wir noch zwei Bogenschützen. Ist nicht so weit. Doch, doch, das ist schon weit, aber du läufst ja gerne. Du bist ja gut zu Fuß, denke ich. Machen wir. Liedenmeister schicken wir auch hoch. Wobei, die bringen uns wahrscheinlich gar nicht so viel, weil wir ja keine Stadtmauer haben. Hat ja irgendeine Stadt eine Stadtmauer? Hätte ich vorher nachschauen sollen, gell? Hier gibt es keine. In Kiew. Okay, zum Glück haben wir sie gebaut. Also Kiew hat eine Stadtmauer. Da haben natürlich unsere Bliedenmeister dann einen entsprechenden Vorteil. Oder bringen den entsprechenden Vorteil. Da kommen sie auch schon. Sehr gut. So, uiuiui. Es dezimiert extrem weiter, ja. Es ist schwierig. Aber die sind fast wieder auf einem guten Level, die Kollegen. So, du fliegst raus, du fliegst raus, du fliegst raus. Du auch. So, die vier sind gleich komplett voll. Jawohl. Ab in den Kampf. Viel Spaß, gute Fahrt. So, dann schauen wir uns die Bliedenmeister mal an. Ist gebongt. Könnt ihr da mitballern oder bringt es was, wenn du da mitballerst? Also habe ich sie jetzt natürlich ein bisschen unglücklich positioniert. Schießt ihr oder? Ja. Okay. Greifen tapfer mit an. Oh, kassieren aber Schaden. Das ist nicht gut. Die kassieren Schaden. Jawohl! Das wollen wir natürlich nicht. So. Hast du immer noch angegriffen hier? Ja, weißt was? Zieh dich mal ein bisschen zurück, bitte. Du auch. Machen wir. Aber ich glaube, so haben sie noch Reichweite. Vielleicht, ja. Der hat Reichweite, den können wir aufbauen. Oh, sehr gut. Stadt hat eine Seuche, hat ein kleines Problem. Auf geht's. Ich glaube, jetzt sind wir weit genug weg. Die haben eine bessere Reichweite als die Kollegen aus der Stadt. Das sieht doch nicht schlecht aus. Das sieht nicht schlecht aus. So, Freunde. Ich möchte doch mal das Tempo ein bisschen rausnehmen, dass ich hier jetzt mich nicht verzocke. Ihr fliegt raus, du fliegst raus, du fliegst raus. Und ihr ruht euch auch noch kurz aus. So, der Rest sieht schon wieder recht gut aus. Also, ab in den Kampf. Und los geht's. Los geht's, genau. So, die drei gehen ebenfalls in den Kampf. So, also man sieht schon, da geht was vorwärts. Perfekt. Wird nicht lang dauern. Hast du eine Ahnung, wie lange das dauert? So, und du gehst bitte da runter. Auf geht's. Zu deinen Kollegen. Ja, jetzt ist hier natürlich Ausnahmezustand. Und ich glaube, die Seuche, die wird hoffentlich auch ein bisschen was bewirken, was den Widerstand angeht. Ja, wobei, nee, es geht noch genauso schnell oder langsam, je nachdem, wie man das sieht. Wird noch ein bisschen dauern. So, hier ist in der Zwischenzeit natürlich keine Versorgung mehr, ist auch klar. So. Schmeißen wir einfach mal alles auf den Markt. Wird nicht viel bringen, das heißt, hier ist absolut Rezession, logisch. Aber was soll ich machen? Und der produziert nach wie vor lächerliche Einheiten. Ja, mein Freund, das ist so eine gute Idee ist, ne? So, da kommt der Bliedenmeister. Sicher! Darfst dir Position beziehen. Oh, der kassiert trotzdem Schaden. Das ist ja interessant. Der kassiert doch Schaden. Oder ist das noch ein alter Wert? Naja. So. Du tust sicher.
Jetzt. So, aufbauen und angreifen. Den kriegen wir schon noch, Freunde. Früher oder später machen wir ihn kaputt. 3,8 Millionen, wir sind immer noch im Plus. Wir können es uns immer noch erlauben, hier Krieg zu führen. Und unser, das Feintuning unserer Warenkette etc. Etwas zu vernachlässigen. Wir haben auch eine Überproduktion in Konya. Bier und Getreide, interessant. Und Metalle. Ja, wir machen auch nur noch wenig Produktionsgewinn. Das heißt, wir werden das Zeug alles gar nicht los. Wir werden das alles gar nicht los. Tja, das kann passieren. Aber dafür ist hier überall Reichtum, ne? Das ist ja auch nicht schlecht. Das ist... Halt, was ist das? Ah, ne. Okay, da oben ist nur ein Sturm. Habe mich gerade gewundert. So, Odessa. 6200 Einwohner haben sie noch. Ja, das zieht sich, Freunde. Das zieht sich. Das zieht sich. Ja, aber gut. Wisst ihr was? Das machen wir ganz einfach. Wir machen einfach an dieser Stelle wieder Schluss für heute. Ich meine, die Spielmechanik ist soweit klar hier. Ihr könnt euch jetzt... Wir können hier jetzt weiter nachschauen, ja, wie es mit der Belagerung vorwärts geht. Wir können jetzt die zuschauen, wie die Zahl nach unten geht. Aber das empfinde ich jetzt als nicht wirklich sinnstiftend, sondern als eher langweilig. Und deswegen machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich immer fürs Dabeisein. Und kurz bevor die Stadt erobert wird, schalte ich dann wieder ein. Das heißt, ihr seid dann auch wieder mit am Start. Ja, und dann geht es weiter auf unserem Feldzug gegen Barnas, vermutlich mal. Es hieß zwar nur, wir sollen eine Stadt übernehmen, aber ich denke mal, das wird nicht alles gewesen sein. Also nochmal, herzlichen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.